Was passiert, wenn man Super Meat Boy mit Tetris vermischt? Ja, da kommt Dr. Fides Meat Machine raus. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt auf dem Kanal. Ja, wir schauen uns mal heute das kleine Puzzlespiel hier an, wobei klein ist relativ, es ist eigentlich relativ groß. Und ja, es ist ziemlich abgedreht. Und ja, wer Tetris mag oder Super Meat Boy, der wird dieses Spiel vermutlich lieben. Okay, wir starten mit der Story, machen einen neuen Spielstand und gehen mal rein. Ja, etwas schräges Intro. Okay, ja, wir spielen mal das Tutorial, damit das noch ein bisschen erklärt. Es sind drei Missionen. Fangen wir mit dem allerersten mal an. Okay, ihr seht es schon. Einerseits die Steuerung. Diese Meat Boy Klone, aber sie sind nicht besonders gut. Tatsächlich sind sie furchtbar, aber wir können sie kontrollieren. Du kannst sie beschleunigen, langsamer werden lassen und herumrotieren. So funktioniert das Ganze, also die Controls, soweit eigentlich klar. Und dann müssen wir schauen, dass wir immer vier zusammenkriegen für eine Combo. Also da steht sie. Platziere mindestens vier von ihnen irgendwie nebeneinander, um sie platzen zu lassen und vom Genpool zu entfernen. Klingt hässlich, aber wir wollen die perfekten Klone statt diesen zweiklassigen Müll. Sobald du genügend von diesen Fehlschlägen hast platzen lassen, kannst du das Level beenden und mit dem nächsten Level weitermachen. Platziere deine Klone irgendwo neben diesen beiden, um allererst Klone platzen zu lassen. Ja. Und da sehen wir schon, jeder zerplatzte Klon füllt deinen genetischen Messbalken. Weiter geht es mit der Platzerei. Mach diesen Balken voll. Okay. Kommen wir da. Also noch ist es ziemlich straightforward. So, ich würde sagen, einmal so runter. Einmal so. Fuck, da kriege ich jetzt Rot nicht weg. Nice. Die meisten Level sind in ein paar unterschiedlichen Phasen unterteilt. Fülle deinen Messbalken, um eine Phase abzuschließen. Sobald du alle Phasen abgeschlossen hast, hast du das Level beendet. Klingt einfach, oder? Falsch. So falsch. Neue Phasen heißt auch neue Fallen. Für den Anfang sind die Fallen hier allerdings nur so Zierde. Wir wollen ja nicht, dass du schon aufgibst. Ah, nee. So, einmal so runter. Grün, ich würde mal sagen so. Geh mal so runter. Nice. So, Rot kommt hier runter. Und die nächste Phase. 57 Punkte. 53 Sekunden. Kurz. Okay, nächstes Level. So, da haben wir schon die ersten Fallen. Und die... Okay. Muss ich wirklich erklären, was das ist? Ernsthaft? Na gut. Das hier sind Siegeblätter. Wenn du sie berührst, verlierst du und du musst das Level neu starten. Weiche nicht aus, okay? Also, ich kann es euch zeigen. Wir gehen mal kurz dagegen. Ist vorbei.
aber das Blut bleibt. So, und die da rechts, die können wir erstmal ignorieren. So, ich würde sagen, mal hier so runter. Ja. Okay, erste Kombi. So. Und irgendwie so. Und nächste Kombi. Das hier ist Wissenschaft und Wissenschaft bedeutet Schmerz. Manchmal werden deine Klone von Fallen zerstört, nachdem sie schon platziert wurden. Das ist wirklich witzig und hindert dich nicht daran, das Level zu beenden. Ein echtes Win-Win. Lass ordentlich Klone platzen und beende die aktuelle Phase. Okay. Checkpoint. Und das Ding ist größer geworden. Das ist ja echt super. Einmal so runter. Oh shit, grün. Fuck. Nicht ganz so wie geplant. Ah, jetzt haben wir auch noch rot. Ja, dann mache ich das mal so. Okay, wir brauchen ausreichend Platz, um neue Klone in die Testkammer zu werfen. Also stapel sie nicht zu hoch. Dass immer genügend Platz, ja, ist klar. Dass man nach oben hin halt nicht vollbauen soll. Ich glaube, das machen wir so. Die gelbe haben wir da noch unten. Das machen wir hier so. Und ich glaube, einmal so. Ah, das ist jetzt beschissen. Einmal so. Nein, jetzt muss ich alles noch... Ach nee. Checkpoint. Ich muss nicht alles nochmal neu machen. Gott sei Dank. Boah, das wäre jetzt aber auch noch fies. Wenn ich dann nochmal alles neu machen darf. Einmal so. Ich würde sagen, so hier runter. Jetzt habe ich natürlich rot blockiert. Außer ich mache den hier. Nice. Nächstes Level. Schau dir mal dieses Setup an. Pass gut auf, was passiert, wenn du dort deine Klone platzierst. Okay. Ah ja, jetzt kennen wir natürlich die Kombis. Und wenn wir hier so Kombis hinkriegen... sind wir für einen Moment erstmal unverwundbar. Sprich, wir können da jetzt einfach mal durch die Fallen durch. Einmal so. So. Und. Ich würde sagen, hier mal so rein. Einmal so. Erste Kombi. Nice. Okay, gelb kommt hier wieder hin. Grün. Machen wir das so. Nice. 58 Punkte. Nächstes Level. So, und das war's mit dem Tutorial. Und jetzt sind wir quasi in der ganz normalen Welt hier drin. Und... Beziehungsweise, ich muss euch das mal ganz kurz zeigen. Zurück zur Levelauswahl. Also, wir haben jetzt hier in The Forest, haben wir hier 18 Level. Wenn wir jetzt hier mal zurückgehen, wir haben einerseits hier den Forest, The Hospital, Salt Factory, Tetanus, Hell und The Lab. Alle unterschiedlich geteamt. So, wir fangen mal mit The Forest an. Und dann schauen wir mal, wie die Levels da aufgebaut sind. Hier schaut ja noch alles schön friedlich aus. Okay, mal so. Rot. Kommt mal hier hin. Grün Kombi. Ja, einmal so. Einmal da hier.
Ja, war ja klar, dass jetzt so ein Teil hier auftaucht. Nein, Fuck, ich wollte eigentlich anders machen. Okay, hier so runter. Kombi 1. Ernsthaft? Dankeschön. Geil. Nächstes Level. Ja, ist klar. Alles klar. Alter, wie fies. Nein! Shit. Und ich wette mal, das wird natürlich aktiv größer werden. Alter. Ich glaube, okay, das wird super. Ich bin ja so gut in solchen Spielen. Puh, knapp. Abbremsen. Okay, Kombi. Kombi, boy. Machen wir das mal so, grün kommt. Ah, bremsen. Dankeschön. Oh, knapp. Nein, scheiße! Ah! Warum habe ich beschleunigt? Ja, das Level hat einfach immer schmutziger wird. Knapp. Okay. Bremsen. Okay. Combo. Bremsen. Und runter. Geil. Bremsen. Geil. Letzte Kombi oder kommt noch eine? Oh, geil, wir haben es geschafft. Gut, 43 Sekunden. Schauen wir weiter. Wir sind jetzt schneller. Aber wir haben schon mal 4 Phasen. Das bedeutet nichts Gutes. Machen wir mal so. Okay, einmal hier. What the f... Okay. Nice. Nochmal grün. Was machen wir jetzt mit dem gelben hier? Rot. Vielleicht. Ich brauche da noch mal gelb. Oh, geil. Zweifach-Kombo. Also es muss einfach nur eine Kombo mehr sein? Oder wie? Oh, was? Alter! Das könnt ihr nicht machen. Na, fuck. Das war meins zu viel. Okay, Combo. Ah, Alter. Okay, wir haben es geschafft. Ein Tode, 59 Punkte. Also, warte mal das nächste Level. Was jetzt direkt da unten schon? Das heißt, du machst mich immer kaputt da unten. Ja. Soll ich denn da eine Kombo zusammenkriegen? Ah. Okay, I see. Muss da schnell sein.
muss die da irgendwie schützen. Grün. Yes! Erste Kombi. Nicht kaputt machen. Geil. Okay, schon mal drei. Yes! Noch eine Kombi. Irgendwie so. Und dann brauchen wir hier nochmal einen Schutz. Geil, jetzt kommt die ja nur von zwei Seiten. Shit. Alter, so kriege ich das ja nie hin. Jetzt. Geil. Eine noch. Das hat jetzt nicht sehr viel Sinn gegeben. So. Yes. Sehr geil. Kreativ. Oh, was zum... Alter, wie soll ich denn hier eine Kombi bauen? Der macht mir ja alles kaputt. Alter, und dann auch noch zwei Phasen. Aber ich muss das irgendwie... außer mit mittig. Okay, erste Kombi. Nein, 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 nein. Oh. Okay, die in der Mitte überleben. Yes. Nochmal. Okay, der stirbt. Okay, einfach schnell sein. Yes! Die nächste. Ah, andere Richtung jetzt. Nein! Nein, nein, nein! Oh, knapp. Yes, geil. So, rot hier. Nice. Und die nächste. Aufpassen. Oh, einmal hier so runter. Machen wir das so. Und die letzte Kombi, oder? Geil. 1,37. Bin ja doch gar nicht mal so schlecht. Oh, was zum... ist klar. Also auch hier auch wieder schnell sein. Ja, geil. Was soll ich denn das machen? Eine Dreier. Kombi. Ja, geil. Sehr geil. Wie zum Teufel... Warte mal, wenn du da triffst. Also jetzt direkt runter darf ich nicht, okay. Ich glaube, ich muss die einfach random hier runterholen einfach. Neu. Drei.
Shit. Hi, jetzt. Erste Kombi. Yes, zweite Kombi. Einmal so. Nächste Kombi. Ja, toll. Aber wie fies ist das denn? Wo soll denn das jetzt hier eigentlich gehen? Alter, no, oder? Wir könnten höchstens so mal probieren. Wir haben da ein Dreier-Kombi. Geil. Ich werde jetzt mal ganz kurz da platzieren. Nein, fuck. Ich hab verloren. Es ist echt nicht ohne. So, rot stapeln, gelb stapeln, grün. Kommst jetzt mal hier hin. Du auch. Du da. So, dann haben wir hier rot. Fuck, muss ich so platzieren. Fuck. Und voll. Schwierig. War da irgendwas Matching? Nee. Ich bin mir noch nicht sicher, was die richtige Taktik hier ist. Einfach durch. Yes. Erste Kombi. Oh ja. Geil. Nummer zwei. Und noch eine. Geil. Geschafft. Okay, das war trickiger. Vier Tode. Ach nö. Okay, machen wir mal so. So, hätte ich jetzt mal gesagt. Noch überschaubar hier. Erste Kombi. So, schieß. So, einmal hier runter, nächste Kombi. Gelb. Alles klar. Machen wir so, hätte ich schon mal gesagt. Grün kommt jetzt mal hier runter. Gelb. Yes! Wieder der Doppelkombo. Dankeschön. Das Teil ist fetter geworden. Alter. Kombo. Nice. Habt doch da unten wieder kaputt gemacht. Nächste Kombo. Geil. Geil, wir haben es geschafft. Geilo Matico, 1 Minute 9. Okay, nächstes Level. Oh, haben wir jetzt den ersten perfekten Klon, oder wie? Oh,
okay, also ja. Sieht noch nicht so gesund aus. Okay, nächstes Level. Ja, wow. Ist halt schon ein bisschen fies hier. Shit, da bräuchte ich nochmal Rot. Am besten irgendwie so ran. Okay, jetzt haben wir die grünen Dinger hier. Ah, jetzt kann ich mit Rot nichts anfangen. Außer, wir platzieren die schon mal hier. Da hat man jetzt schon mal drei. Hier kommt so unter Grün nochmal. Nein! Ah, schuh! Aber die Reihenfolge scheint gleich zu bleiben, also so wie sie runterkommen. Okay, die grünen mal wieder. Oh, und rot. Erste Kombi. Grün. Gelb, du kommst hier so runter. Ja, jetzt werden die da unten wegrasiert. Nee, ihr seid so geil. Fuck. Na. Komm, 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 komm. Oh, Gott sei Dank. Geil, hab die Kombi noch gekriegt. Ah, was mache ich denn? Mann. Knappe Sache. Geil. Ah, was mache ich mit dir? Komm, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich muss damit Rot runter. Cool, geschafft. Okay, ich würde mal sagen, ein Level spielen wir noch. Oh, das ist auch mal was anderes. Wir wetten, dass dann von der anderen Seite entsprechend doppelt runterkommt. Okay, jetzt auch irgendwie so. Okay, gelb. Dann erste Kombi. Und rot. Nummer 2. Shit, 3 Phasen. Oh, knapp. Yes. Oh, nochmal. Ja, genau. Und jetzt andere Richtung. Schön kaputt machen, was ich da aufgebaut habe. Okay. Das war so ein bisschen sinnbefreit, was ich gemacht habe. So, gelb. Dankeschön. Und rot hinterher. Ja, genau. Ich hab's mir schon gedacht, dass genau das passieren wird. Haha, gerettet. Na, schnell runter. Nächste Kombi. Geil. Geil. Ging ja doch schneller als gedacht. Ach komm, eins machen wir noch. Das macht sie irgendwie sicht. Holy shit. Machen wir mal so.
Grün und Rot. Machen wir mal so. So. Und die erste Kombi. Jetzt muss dazu kommen oder einfach nur schneller? Okay, grün können wir die nächste Kombi machen. Nice. Ui, oh, gelb wäre jetzt noch geil. Und Olli. Shit. Ja, ist klar. Zweimal groß. Okay, gelb und Monster. Ich glaube, wir machen es so. Doppelgrün. Ich weiß nicht, hier so runter. Fuck. Nein. Wenn ihr übrigens das Spiel selber ausprobieren wollt, es gibt eine kostenlose Demo auf Steam. Der Link zu dem Ganzen findet ihr in der Videobeschreibung. Und ansonsten könnt ihr es natürlich kaufen, kostet nicht viel. Und ich denke mal, für zwischendrin macht es auch mal wirklich, wirklich Spaß. Also Super Meat Boy habe ich ja selber in der Vergangenheit gespielt gehabt. Das war schon recht witzig. Und da habe ich jetzt gerade verkackt. Typisch ich. Und ja, ist mal cool gewesen. Also kleiner Disclaimer, ich habe den Key für das Spiel kostenlos bekommen. Aber das ändert jetzt nichts an der Meinung. Wie gesagt, mir gefällt es. Ich mag generell den Stil. Es darf gerne mal ein bisschen blutig sein und brutal. Oh, knapp. Punkt geschafft. Nice. Die Dinger. Oh, da könnten wir jetzt eine Kombo kassieren. Was, noch eine? Ah, okay. Oh, zweifach Kombo. Also, das muss reichen. Okay. Ja. Und das ist es. Also, ich glaube, ist ein ganz gutes Spiel für ein bisschen nebenher zum Zocken. Und eben, wenn man Fan ist von Super Meat Boy und Tetris, glaube ich, genau das Richtige. Was haltet ihr von dem Spiel? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Und dann bis demnächst. Macht's gut. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.